Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu meinem Let's Play von No Man's Sky. Ja, also mein erster Eindruck jetzt schon von dem, was ich hier gesehen habe, ist, dass wir einen schönen Planeten erwischt haben. Ich werde mir nochmal ganz schnell kurz die Störung anschauen. Trümmer. Interagieren. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen? Manipuliert. Sorry. Ich bin nicht so gut im Vorlesen, aber ist ja auch egal. Ein Name brennt sich in meinen Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte. Wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Ja, ich denke mal, ich nehme die Führung auch an. Entweder. Nee, ich nehme die an. Okay, gedrückt halten. Ich spüre, wie mich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun werde ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität zu schätzen und ich bin... Ja, egal, okay, jetzt können wir es nicht lesen. Passiert. Ein abgeschürztes Raumschiff finden zum interagieren Viereck. Müssen wir erstmal so ganz viel Stuff sammeln, damit wir hier die Sachen reparieren können. Iridium brauchen wir 200, Zink brauchen wir 20. Karitplatten brauchen wir noch 3. Ne, hier brauchen wir noch eine. Jetzt brauchen wir 4 Karitplatten. Eisen und Kohlenstoff. Okay. So, wie steige ich jetzt wieder aus? Aussteigen. Aussteigen. Okay. Kohlenstoff. Eisen. Zink. Werden wir jetzt alles schön sammeln. Das ist so ein. Oh, hier ist so ein Guardian. Kannst ruhig weggehen. Ich baue das jetzt trotzdem hier ab. Gar nichts gemacht. Okay. Eigentlich wollte ich gerade rennen. Ich habe dabei L3 gedrückt, aber anscheinend kann man mit L3 drücken nicht rennen. Das wundert mich gerade ein wenig. Interagieren Schutz. Ja, ich denke mal, ihr kennt alle schon das Spiel.
Ich bin auch nicht ganz spoilerfrei. Ich werde nicht so viel erklären hier von dem Interface. Unten links haben wir halt gerade die Anzeige von unserem Lebenserhaltungssystem. Dann ist da drüber das Blaue. Das ist eben wegen der Kälte. Und ja, da müssen wir darauf achten, dass das nicht alle geht. Und das machen wir ganz einfach, indem wir entweder das mit Rohstoffen wieder auffüllen, dass das nicht alle geht. Oder wir Blumen finden, die wir, mit denen wir interagieren können. Und so wir das dann wieder auffüllen können. So, irgendwas kann ich genau. Hier, seht ihr, kann man das so auffüllen mit Kohlenstoff. Werde ich auch einfach jetzt mal machen. Viel Kohlenstoff hat das jetzt. Okay, das hat einfach alles weggenommen. Ist okay. Und das Geile an dem Spiel ist halt, dass hier alles komplett zufällig regeneriert wird. In einer Höhle, jetzt ist es wärmer. Das ist schön zu wissen. Das ist überaus schön zu wissen. Kann man sich ducken? Hallo? Ich würde mich gerne. Hört ihr das auch gerade? Das beängstigt mich so ein wenig. Dieses Schniefen. Ich muss mal ganz kurz die Steuerung angucken. Wie ich... Steuerung. Scannen. Bewegen. Rechtsastiges Rennen. Ernsthaft? Hätte ich erst lieber auf den linken. Nachladen, springen. Kann man sich nicht ducken, oder? Ducken, ducken, ducken geht nicht. Kann man das vielleicht umstellen? Nee. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass ich hier nicht durchkomme. Ja, dann bauen wir das halt aus der Ferne ab. Oh. Wir haben nur so ein kleines Stückchen abgebaut und unser Strahl überhitzt schon. Das kann man übrigens alles upgraden. Aber können wir vielleicht anders da hinten ran? Oh ja. Nee. Oh doch. Jawohl. Plutonium ist nämlich auch immer gut. Dann nehmen wir das dann noch mit. Komm mit. Oh Gold. Ja, natürlich. Aber hier muss man aufpassen, wenn man nämlich zu. Wenn man nämlich zu gierig ist, kommen hier diese Schwebeviecher an aus Metall, wie man da vorhin eins gesehen hat, die einen dann Böses wollen, weil das sind sozusagen die Aufpasser auf dem Planeten. Und ja, wenn man von einem Planeten halt so viel wegnimmt, dann werden die natürlich böse. Weil wer will schon, dass man. Oh. Extreme Nachttemperatur. Ich weiß nicht, sollten wir jetzt vielleicht lieber das Tag abwarten oder. Ach komm.
Jawohl, das auf R3 hingeht. Mich interessiert gerade das da hinten. Das ist große bzw. dieses große Gebilde. Weil das könnte. Heridium sein und Heridium brauchen wir. Mir gefällt das echt nicht, dieses komische Schniefen. Was geht denn hier ab, Alter? Ich fühle mich immer so verfolgt von irgendwas. Das ist richtig komisch. Wo ist denn überhaupt unser Schiff? Da hinten irgendwo. Ja, egal, das Stück. Okay. Das Krasse finde ich. Das Krasse finde ich halt. Jetzt ist mir auf dem Planeten. Und man kann später in den Weltraum. Dann kann man auf den Planeten. Und noch viel weiter weg. Das jetzt, ja genau, auf dem Planeten kann man dann, auf dem Planeten kann man, und die Planeten sind halt auch nicht klein, ne? Also das sind wirklich riesige Planeten, wo es so richtig viel zu erkunden gibt. Und man denkt sich sicherlich, wenn man auf so einem Planeten hier ist, dass man schon viel gesehen hat, wenn man jetzt hier so ein wenig rumläuft. Aber das ist so ein kleiner Fleck, auf dem er dann war, bei dem Planeten. Das mag man gar nicht glauben. Was bist du denn? Warum leuchtest du? Oder was leuchtet hier? Ja, das war die Pflanze, die geleuchtet hat. So, aber ich habe gerade mein Ziel aus den Augen verloren. Wo ist es denn jetzt hin? Das ist echt unheimlich hier manchmal, wenn ihr das so komisch. Ach da, wenn das hier so komisch schniebt. Ach nee, das ist es gar nicht. Oh. Bin ich gar nicht. Ich wollte doch gar nicht schon wieder scannen. Flucher. Gesundheit auf Maximum. Ist das eine Schutzblume? Eine Schutzblume sein. Okay, dann müssen wir es halt jetzt nachfüllen. Aufladen. Mit Zink. Aufgeladen. Dann können wir das ja auch gleich noch aufladen. Nehmen wir jetzt das hier. Oh. Können wir eigentlich jetzt schon hier irgendwas. Produkt herstellen. Karikplatte. Produkt herstellen. Karikplatte. Noch eine. Was hatte ich gesagt? Wie viel brauchen wir hier? Das können wir das jetzt reparieren. Okay. Mit Plutonium aufladen. Habe ich nicht Plutonium? Ich habe doch Plutonium. Was soll das? Vielleicht muss der zum Schiff sein.
Hier brauche ich auch noch mal zwei Sachen. Jetzt brauche ich noch mal Zink und eben noch dieses Iridium. Ja, ich bin doch ganz lieb. Geh weg von mir. Geh weg. Ja, der hat mich halt gerade gescannt, der Guardian. Der hat geguckt, dass ich ihm nicht zu viel von seinem Planeten wegnehme. Darf mir das? Ah, easy. Das ist gleich ein großer. Ja, das freut mich doch. Überall auf der Karte sind hier solche Wissenssteine, beziehungsweise, also was heißt auf der Karte? Planeten. Hier sind immer solche Wissenssteine. Da kann man Wörter von Außerirdischen lernen. Jetzt habe ich zum Beispiel das Korvax-Wort für selten gelernt. Und solche Wörter lernen halt bei den Wissensstein, wie die sich nennen. Und davon gibt's, meistens stehen die hier alleine, solche kleinen hier. Kovacs Wort für Warnung. Schön. Und jetzt ist hier hinten noch einer. Ist dann da auch noch einer? Nee, schade. So. Kovacs Wort vor Kovacs. Ja, warum nicht, ne? Egal. Und dann gehen wir noch hier hoch. Ich fühle mich schwach, als ergriffe etwas von meinem Geist Besitz. Auf meiner Haut wachsen Pusteln, blähen sich auf und platzen. Ich fühle zahllose Nadelstiche durch jedes sich öffnende Loch. Plötzlich klettern Metallspinnen, vielleicht kleine Wächter, meine Schulter hinauf und in mein Helmvisier. Kann das real sein? Das kann nicht real sein. Ich fange an zu schreien. So, und was können wir jetzt machen? Helm abnehmen und die kleinen Metallspinnen wegkratzen, Waffe abfeuern oder abwarten. Das Doofe ist jetzt, mir kommt das bekannt vor. Ich weiß, was hier die Lösung ist, aber ja, ich hätte es auch so genommen, wenn ich ehrlich bin. Abwarten. Die Halluzination lässt nach. Ich habe eine Art Test bestanden. Eine Belohnung materialisiert sich. Okay, zwei Wörter. Korax-Gehäuse. Ich bräuchte mal dringend eine Schutzpflanze. Und was ist das für ein Schutzschild da unten? Oh, hier mit Zinkpflanzen, okay. Was ist das hier unten? Ich dachte, Schild auf Maximum. Ja. Ich glaube, das hier ist Heridium. Ja, Heridium. Ankunft in 2 Minuten und 4. Okay. Dann machen wir doch da mal hin. Das lohnt auch so ein bisschen mal am Anfang alles mitzunehmen. Weil man braucht später noch mehr als genug davon.
Pilze für kleine Pilze. Aber ich kann doch eigentlich bei meinem Multi-Werkzeug kann ich jetzt erstmal das hier noch reparieren. Technologie repariert. Zum Bedienen L2 gedrückt werden. Ja, und wie der Name schon sagt, ein Analysegerät kann ich jetzt hiermit Pflanzen und Tiere analysieren. Was ist das hier? Ist das gelb? Ist auch Kohlenstoff. Oder bleiben wir mal kurz hier, wenn sich die hier stabilisiert. Hier gibt es echt Zeichen, die habe ich noch nie gesehen. Was ist hier? Was ist denn hier dieses? Ja, das ist da. Was ist das? Temperatur stabilisiert sich. Plutonium. Immer her damit. Das da. Einer Minute. Das finde ich eigentlich auch recht toll gemacht. Teleportiere beliebige Gegenstände der Raumschiff. Da geht's nicht. Na, ist das jetzt das ganze Klotzding hier? Ja. Ach du Kacke. Kann ich ja jetzt rein? Ja, wie geil ist das denn? Komm ich. Tierchen. Oh mein Gott. Ja toll, jetzt analysiert er den Baum. Das Tier analysieren. Vielleicht hier. Alles analysieren, bringt immer schön Credits. Ja, jetzt geht's wieder. Brauchen wir denn nochmal 200? Jetzt, wir haben keinen Platz mehr. Haben wir schon genug Zink? Ja. Reparieren wir das doch. Jetzt öffnen wir wieder. Tamium 9. Okay. Wir brauchen noch Tamium 9. Aber ich glaube, das geht auch so. Ja Leute, ich würde sagen, dann beende ich jetzt hier die Folge. Nächste Folge startet dann bei meinem Raumschiff wieder. Ich darf jetzt mein Raumschiff. Oh.
Okay. Das kommt zwar ein wenig verspätet, aber von mir aus. Ja, wie gesagt, nächste Folge startet wieder bei meinem Raumschiff. Ich denke nicht, dass ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich dahin laufe. Und ich würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Part. Bis dann. Ciao.